Kapitol. Nee, ich meine ins Kapitol. Ich weiß jetzt nicht. Mai Wong, hallo? Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Ja, ich bin einer von Ihnen. Schon seit Jahren. Das wäre eine Lüge. Ich tue Ihnen doch nicht weh. Wovor haben Sie denn Angst? Lady, Sie sind verrückt. Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Ja, keine Sorge. Ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Sie sind also eine geflohene Sklavin. Verstehe. Hey, das geht mich nichts an. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja, keine Sorge. Ich habe schon gedacht, jetzt würde ich die hier verpfeifen, aber nein. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Hier sind 25 Kronkorken. Vielleicht kriegen Sie dafür eine Waffe. Ich muss darüber nachdenken. Sie sind auf sich allein gestellt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, wir geben ihr ein bisschen Geld. Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, ja, da werden wir zufällig hinkommen. Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. 25 Kronkorken entfernt. So eine böse Diebin. Hier. Ausgang. Schließt euch ein. Haha. Oh, falsche Taste. So. Jetzt war ich wieder an F gewöhnt von Crysis. Das ist total ätzend. Mit F kommen wir hier nur in dem Modus. Und ich gehe in die falsche Richtung. Ja, wo waren wir noch nicht? Ich glaube, hier geht's zum Labor. Forschungslabor. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Noch. Ich denke mal, wir werden heute noch hinkommen. Kentellis Tür. Nee, die haben wir schon kennengelernt. Das waren die mit dem kleinen Scheißer. Ja, hier wohnen die Dingensbumsens. Die Youngs, glaube ich. Stellays. Kenne ich nicht. Will ich nicht. Mag ich nicht. Ja, hier ist ein Ort. Den kriegt man wahrscheinlich, wenn man hier ein paar Quests mit Böse abschließt. Es hat einen guten Grund, so. Dass ist. Also keine dumme Idee. Links, rechts, immer. Ich bin immer dran gewöhnt, nach Gegnern zu gucken. Wo geht's hier lang? Ja, ich weiß, wo es hier lang geht. Ja. Ja, wir werden jetzt ins Forschungslabor gehen. Das nächste Stockwerk kommt nach dem Forschungslabor. Ja, Wither City hat mehrere Stockwerke. Ach ja, und hier unten ist auch schon ein Ort des Geschehens. Hallo. Hören Sie, Dr. Zimmer, wie gesagt, wir wissen nichts über alle Millionen Roboter. Und es ist uns egal. Wir lösen hier wirkliche Probleme. Ja, 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 aber Dr. Lee... Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten, aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Und das ist auch wieder eine Anspielung auf die Quest, wovor ich mich sträube, die ich nach das Wasser des Lebens annehmen werde. Er gibt sie uns. Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir in Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. So, hallo, Anna Holt. Hey, Sie, sind Sie ein Assistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt. Ich hasse es. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Ja, kommt drauf an, worum geht's hier eigentlich? Haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Ich höre, ja, hier. Wie amüsant. Sie haben meine Metapher als abschätzige Bemerkung missverstanden. Ich brauche jemanden von hier, verstehen Sie? Jemanden mit Elan. Mir ist höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Ja, und das wird natürlich wieder zu unserem Problem. Entwendetes Eigentum? Welches Eigentum? Kommen Sie zur Sache, Zimmer. Worum geht's?
Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein, dachte ich mir schon. Die Roboter, die Sie kennen, sind ja nur billige Blecheimer. Aber nicht alle Roboter müssen zwangsläufig so sein. Zumindest nicht im Commonwealth. Ja, du alter Angeber. Damit meine ich künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und agieren. Nur manchmal sind sie verwirrt und laufen davon. Hört sich nach Sklaverei an. Sicher, dass sie nicht absichtlich fortgehen? Interessant, aber was genau hat das mit mir zu tun? Genug mit dem technischen Gefasel, Zimmer. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Ist Ihnen nicht klar, was ich will? Sie sollen meinen Androiden finden. Er muss irgendetwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Ja, dafür werde ich aber entlohnt, ja? Weiß ja nicht, wie es im Norden ist, aber hier werden wir fürs Arbeiten bezahlt. Sagen Sie, Zimmer, ist Ihre Brieftasche genauso groß wie Ihr Mundwerk? Ja, hier. Wie drollig! Natürlich werden Sie entlohnt! Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Klar, ich werde den Androiden schon finden. Tut mir leid, ich habe etwas Besseres zu tun. Ja, wir nehmen die Quest schon mal an. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Ist nur schade, dass ich schon weiß, wo er ist. Hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Die werden wir uns noch nicht anhören. Ja, ihr könnt euch durchlesen, was hier noch zur Auswahl stand, weil ich will damit noch nichts zu tun haben. Deswegen werde ich jetzt auch die Zeit sparen. Und hier haben wir frisches Obst. Auch nicht schlecht. Hallo, Dr. Lee. Ich auch. Nichts bringt durch diese... Aber erst sprechen wir mit ihr. Hallo. Ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Was wissen Sie über Zimmer? Ist Dr. Lee so schlau, wie man sagt? Hören Sie. Einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, doch der hier durchkommt, mein muss Gott, Dr. die sind alle so unfreundlich hier. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Was wissen Sie über Zimmer? Er stammt aus dem Norden und prahlt immer damit, wie großartig es dort oben doch sei. Die haben den Schuss nicht gehört. Die sind noch nicht mal imstande, auf ihre Roboter aufzupassen. Ist ja. Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Kann man hier irgendwo was trinken gehen? Ein sauberes Lokal wäre nicht schlecht. Ja, haben wir schon gehört. Manny Waters sie würde uns sagen, im Hotel über uns, weil es gibt hier zwei Fraktionen, könnte man sagen. Langsam wird's Zeit. Tut mir leid, Henry. Ich unterbreche mal. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Sie kennen meinen Vater? Haben Sie ihn gesehen? Wo ist mein Vater? Sagen Sie es mir. Ja, Sie kennen meinen Vater, bla bla bla. Aber ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? James hat Ihnen wohl nie von mir erzählt. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Und auch mit Ihrer Mutter. Bitte entschuldigen Sie. Das war alles sehr anstrengend. Ihr Vater kreuzte plötzlich hier auf, nachdem er so lange weg war. Sie müssen verstehen, dass... Wir haben alles hinter uns gelassen. Das Projekt Purity, unsere Arbeit. Wir sind darüber hinweg. Nur Ihr Vater nicht. Ich versuche, meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Könnten Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Ich würde gern mehr über sie erfahren. Also über sie und nicht über die Eltern. Das ist die Auswahlmöglichkeit hier. Die hier. Von links nach rechts. Und wieso klaus ich uns die Zeit? Ich habe gerade... Na, ich mache einfach weiter. Bah, ist ja ekelhaft. Erzählen Sie mir von dem Projekt, an dem Sie und Ihr Vater gearbeitet haben. Ich dachte, mein Vater. Naja. Was ist das für ein Labor? Was machen Sie hier? Was wissen Sie über Zimmer? Was